Ja, auch wenn man es erstmal nicht glaubt, aber dieser Raum soll Kinderzimmer-Atmosphäre ausstrahlen. Das stimmt. Der Titel der Arbeit ist Teenage Room, also Kinderzimmer oder Jugendzimmer, eine Arbeit von Clara Lieden, schwedische Künstlerin, die hier auch in Berlin ihr Studio hat. Und Clara Lieden nimmt eigentlich immer aus dem urbanen Raum Objekte. In dem Fall sieht man ja dieses Gerüst, was wir eigentlich sehen in Bauarbeiten, im Straßenraum. Das nutzt sie jetzt hier sozusagen als Kinderzimmer mit einem Bett und einem CD-Player und all den Dingen, die wir haben als Jugendliche. Was man natürlich nicht mehr sieht, ist, was das eigentlich ist. Also das, was wir als Jugendliche brauchen, diese Individualität, die ist da negiert, die gibt es nicht mehr. Alles ist schwarz gesprüht. Man weiß nicht, ob es ein Brand war oder was passiert ist. Wir sind hier in einem Raum im Bunker, aber man erkennt den Bunker nicht mehr. Es gibt einen weißen Teppich. Also alles ist ein bisschen anders, als wir normalerweise erwarten würden in einem solchen Kinderzimmer. Die Arbeit ist entstanden für die Venedig-Biennale 2009, für ein Pavillon von Emkin Drugstead gestartet. Das sind zwei homosexuelle Künstler, die nur homosexuelle Künstler eingeladen haben, in diesem Haus Räume zu gestalten. Clara Lien war eine dieser Künstlerinnen, die dieses Kinderzimmer entwickelt hat und das jetzt hier im Bunker also ausgestellt ist. Interpretation ist ja immer so eine Sache, vor allem bei zeitgenössischer Kunst. Man kann vorsichtig sein und nichts interpretieren oder man haut drauf. In dem Fall ist es natürlich die Sichtweise der Künstlerin auf ein solches Kinderzimmer. Und was in der Biografie dieser Künstlerin liegt, das wissen wir natürlich nicht. Es ist also nur ein Ausschnitt aus dieser Erfahrungswelt. Also wie bei jedem Teenager, man muss die Tür knallen, das ist sehr wichtig, ja, damit man seinen Eltern zeigt, dass man existiert, vor allem wenn man verärgert ist. Dass also auch hier die Tür knallt, sobald wir in den Raum eintreten, ist ja ganz wichtig. Aber es gibt keine Schilder, sodass man eben nochmal nachlesen kann. Das erfährt man dann in der Führung nur. Genau, die Sammlung bietet eben die Möglichkeit, einen wirklich am lebenden Person dabei zu haben, die hier in den 90 Minuten die Details und die Informationen geben kann. Das private Haus, wie bei den Zuschauern zu Hause, hat natürlich auch keine Schilder unter den Bildern, die wir haben oder die Jahreszahlen. So ist es hier auch. Wir sind eben in einem privaten Ausstellungsraum zu Hause bei den Sammlern, auch wenn es nicht so aussieht. Der Besen von heute funktioniert elektrisch. Ja, man weiß nicht genau, ob er hier etwas zusammenkehrt oder sich selbst zusammenkehrt. Dieser Baum ist eine Weide, eine Arbeit von Michael Salstorfer, ein deutscher Bildhauer, der diesen Forst, so ist der Titel der Arbeit, hier installiert hat. Seit 2012 dreht sich dieser Baum beständig in seinen zentrischen Kreisen und kehrt sich also ein bisschen selbst zusammen. Das stimmt. Und man muss natürlich dann auch mit dem Alterungsprozess so eines Baumes leben. Also die Arbeit ist, glaube ich, auch so gedacht, dass sie sich natürlich verändert. Als der Baum installiert wurde, war es ein frischer Baum, gerade aus dem Wald, aus dem Forst, der jetzt dann hier natürlich in diesem Alterungsprozess sich verändert. Und dieser Veränderungsprozess ist sehr wichtig für Michael Salstorfer. Die Arbeiten des Künstlers verändern sich immer im Ausstellungskontext. Sie wachsen an wie die Popcornmaschine, sie sterben wie dieser Baum, sie reiben sich ab wie ein Autoreifen an der Wand. Dieser Prozess ist Teil des bildhauerischen Werks. Nun kann es ja sein und ist auch schon passiert, dass er immer mehr Blätter und auch Äste verliert, weil er so trocken wird. Das stimmt. Es gab auch mal die Idee im Ausstellungsprozess, diese Ausstellung ist jetzt ja schon seit
dreieinhalb Jahren installiert, diesen auszuwechseln. Der Künstler und die Sammler haben sich aber entschieden, das nicht zu tun, sondern diesen Sterbeprozess eher zu verlängern bis zum Ende dieser Ausstellung. Das wird dann im Jahr 2017, im Februar, soweit sein, dass dieser Baum also hier entfernt wird. Ja, wenn Sie sich mal gefragt haben sollten, wie denn das ausgesehen haben könnte, das Schlaraffenland, dann haben wir hier ein Bild davon. Nicht Berge von Kuchen, aber dafür Popcorn. Richtig, das ist Popcorn aus auch dreieinhalb Jahren Ausstellungszeit vom Künstler Michael Seisdorfer, der hier diese Popcornmaschine installiert hat. Die poppt auch noch. Die poppt immer mal wieder, nicht so wie wir normalerweise das kennen, aber die poppt immer weiter. Und das Resultat aus diesen dreieinhalb Jahren ist dann also auch hier im Raum liegen geblieben. Ja, dieses Popcorn bleibt dann auch hier während der Ausstellungszeit. Also so ein Kunstwerk verändert sich dann. Bleibt nicht wie eine Malerei in der Wand, sondern es entwickelt sich und wird in dem Fall größer. Das Volumen verändert sich. Das ist also auch hier wieder wichtig. Michael Seisdorfer ist Bildhauer. Da geht es um Volumen und dieses Volumen hat er dann gar nicht mehr unter Kontrolle. Es lässt es einfach poppen. Aber auch das hat ja wahrscheinlich irgendwann mal räumliche Grenzen. Also, das sowieso, aber ich denke, bis nächstes Jahr, wenn wir die Ausstellung wechseln, haben wir noch genügend Platz. Das sollte funktionieren. Aber essen sollte man es nicht? Ich denke, es schmeckt auch nicht. Popcorn ohne Zucker, ohne Salz, das ist nicht so schmackhaft. Ja, Herr Stolpmann, hier haben wir jetzt mal ein Objekt, was Sie fast nicht durch die Tür vorne reingekriegt hätten. Ja? Das stimmt, diese Arbeit von Ai Weiwei, chinesischer Künstler, der uns ja allen bekannt ist, nicht nur aufgrund seiner künstlerischen Arbeiten, vielleicht auch vielmehr aufgrund seines politischen Aktivismus, ist hier in der Ausstellung mit dieser Arbeit Tree, also Baum, präsentiert. Diese Arbeit ist 4 Tonnen schwer und 4-5 Meter hoch. Und so ein Wurzelteil wie dieses hier, das ist natürlich nicht einfach durch eine Bunkertür zu bekommen, denn die kann man nicht verändern bei 1,80 Meter starken Außenwänden. Zum Glück hat es geklappt. So mit einigen Ziehen hat man die Arbeit hier installieren können. Ich weiß, man soll es nicht fragen, was wollte uns der Künstler damit sagen? Deshalb frage ich jetzt auch mal, was wollte uns denn der Künstler damit sagen? Ja, der Künstler will uns ja gar nichts sagen, wie Sie ja selber schon gesagt haben. Was natürlich hier gezeigt wird, ist etwas sehr Chinesisches. Wir sehen Kampferholz aus Südchina. Das ist Todesholz, das natürlich Assistenten und Mitarbeiter von Ai Weiwei in Südchina aus dem Boden graben, finden. Und diese einzelnen Holzstücke werden wieder zusammengesetzt zu einem Baum. Natürlich lebt dieser Baum nicht mehr, er ist ein toter Baum. Ist ein bisschen wie ein Frankentree. Der ist mit Schrauben und Muttern zusammengesetzt und repräsentiert eigentlich etwas, was nicht mehr existiert. Und das als vielleicht Metapher für das, was in China politisch und kulturell passiert, ist eventuell das, was auch Ai Weiwei uns hier näher bringen möchte. Also es wird vielleicht nicht immer möglich sein, aber kommen die Künstler zur Ausstellung selbst auch hierher, um sich das nochmal anzuschauen? Sicher auch, um das anzuschauen, vor allen Dingen aber, um die Arbeiten hier zu installieren. Während eines solchen Umbauprozesses, der ist relativ langwierig, laden Herr und Frau Boros die Künstler ein, das sind zumeist ja auch Freunde und Bekannte, um diese Arbeiten hier zu realisieren und auszustellen. Es gibt also keinen Kurator in der Sammlung Boros, es gibt eben die Sammler und die Künstler, die das in einem Dialog eruieren und dann verwirklichen. Im Fall von Ai Weiwei war es natürlich nicht möglich, 2012 war dieser noch ein Hausarrest in China und konnte dann nicht live dabei sein, das ging dann nur per Skype-Interview, um das also zu überwachen, wie das funktioniert. Er hat dann also immer Anweisungen gegeben über die Bilder und hat gesagt, Schraube weiter nach rechts.
Vielleicht nicht so im Detail, aber ja, es hat ihn natürlich daran interessiert, wie diese Arbeit hier in den Räumlichkeiten installiert wurde. Das war also eher am Ende der Fall, um das zu übertragen, wie das eigentlich das Resultat ist, mehr als der Arbeitsprozess.